Frucht statt Werke. Warum bringen wir Frucht? Weil wir lebendig sind. Warum tun wir nicht mehr das Gesetz, sondern bringen Gott Frucht? Weil Gott uns zum Leben erweckt hat, weil wir wiedergeboren sind, ein neues Leben haben. Also seid auch ihr, meine Brüder, getötet dem Gesetz durch den Leib Christi. Christus ist gestorben und er ist dem Gesetz gestorben. Und wir sind mit Christus mitgestorben und sind dem Gesetz, also welchem Gesetz? Dem Gesetz Mose. Wir sind dem abgestorben. Warum? Weil wir mit Christus gestorben sind, dass wir eines anderen sind. Wir sind nicht mehr dem Gesetz, sondern wir gehören jetzt Christus. Wir gehören dem, der von den Toten auferweckt ist. Warum? Damit wir Gott Frucht bringen. Das ist der Sinn unseres Lebens. Wenn ihr nach dem Sinn eures Lebens sucht, dann ist das der Sinn. Und Frucht bringen könnt ihr im Geschäft und als Mutter und in der Uni und in der Schule und überall da, wo Gott euch hingestellt hat, kann man Frucht bringen. Mehr will Gott ja gar nicht von uns. Ja? Die Frucht, sagt Paulus, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit, Enthaltsamkeit. Ja? Fällt euch da was auf? Grammatisch? Fällt euch da grammatisch was auf? Müsste da nicht stehen, die Früchte des Geistes? Ja, okay. Ja. Müsste da nicht stehen, die Früchte des Geistes sind Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit? Bitte? Das gehört wohl zusammen. Ja? Der Paulus sagt, die Frucht des Geistes, hier ist sie, die Frucht des Geistes, ja, die ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, ist aber eine Frucht, ist eins. Also man könnte jetzt nicht sagen, okay, also die ersten fünf habe ich schon, bei den letzten zwei arbeite ich noch dran. Ja? Sondern er beschreibt ein Wesen des Geistes mit diesen neun verschiedenen Eigenschaften. Die Frucht des Geistes ist, und da, ist genau, Liebe, zählt dann auf. Kennt ihr einen freundlichen Menschen? Ich frage nur so rhetorisch, ja? Klingt ein freundlicher Mensch wäre jemand, der ist wie Christus. Und kennt ihr jemanden, ich kenne viele, die ungeduldig sind. Hier sitzt einer, ja. Ein geduldiger, freundlicher Mensch, was wäre das für ein angenehmer Zeitgenosse, oder? Ein geduldiger, nur, das sind nur zwei Eigenschaften. Ja, man rattert das so runter und weiß davon, aber das mal, schmeckt das mal. Kennt ihr vielleicht eure Eltern, eure Mutter oder die Oma oder ein geduldiger, liebevoller, freundlicher Mensch, zugewandt, ja? Das sind ja nur Ausschnitte davon. Davon schreibt er, das ist Frucht. Ja, er hätte den Galatern ja auch schreiben können, also ihr müsst auf jeden Fall schon mal 9 von den 10 Geboten halten, weil Sabbat gilt ja nicht mehr, der gilt ja in Christus. Merkt ihr habt gar keine 10 Gebote. Ja? Weil der Sabbat gilt ja in Christus. Paulus sagt, einer hält alle Tage gleich und der eine hält einen Tag vor dem anderen. Damit löst der Paulus ja das Sabbatgebot auf. Da haben die Juden sich geärgert drüber. Dann habe ich zu Anja, wir haben lange darüber diskutiert, am Frühstückstisch, haben wir 10 Gebote oder nur noch 9? Wenn wir nur noch 9 haben, haben wir vielleicht nur noch 8? Und dann geht es wie mit den 10 kleinen Negerlein. Und welches Gesetz haben wir denn dann? Ja, wir haben Christus als Gesetz. Wenn wir Christus als Gesetz haben, das ist aber umfassend. Im Gesetz Christi steht nicht, gib den Zehnten. Im Gesetz Christi steht, gib deinen ganzen Leib als lebendiges, wohlgefälliges Opfer mit allem, was du hast. Versteht ihr das? Das ist viel umfassender. Das fordert uns als Person komplett, nicht nur 10%. Ja, da fragt man ja sofort vom Versteuerten oder unversteuert. Ja, mit Mehrwertsteuer jetzt oder ohne oder was? Ja, dann nehme ich das mal vom Versteuerten und Mehrwertsteuer nehme ich auch noch mal runter. Ja? Aber wer kärglich sät, wird auch kärglich ernten. Ja? Ja? Aber so Gedanken, also ich meine, ich lebe mit und ohne Mehrwertsteuer, das war natürlich eine Frage für mich. Mache ich das vom Versteuerten oder Unversteuerten? Habe ich mich ertappt bei? Da sage ich, du bist auch, das ist ja schon Gesetzesübertretung. Ja? Aber der Unterschied ist, im Gesetz steht halt, einer hat gesagt, wir sollen nicht nur den 10. geben, wir sollen, wenn ihr könnt, gebt auch den 20. oder den 30. Könnt ihr Bruchrechnung? Ja? Der nicht. Ja? Aber das ist das, also wir bringen Gott Frucht, die Frucht des Geistes ist das alles, ja. Enthaltsamkeit, Sanftmut, ja, Gütigkeit. Und auch hier im Philipperbrief sagt Paulus, zumal aber im Fleischleben dient, mehr Frucht zu schaffen, so weiß ich nicht, welche ich erwählen soll. Ja? Also Paulus spricht immer davon, dass er Frucht schaffen will in der Gemeinde. Und ich habe euch ja erzählt von unserem Himbeerstrauch im Garten.
der bringt halt Himbeeren, weil das ist seine Art. Ja, der bringt keine Erdbeeren, aber Himbeeren bringt er. Ist auch nicht schlimm, der andere bringt ein anderer halt Erdbeeren. Aber er kann gar nicht anders. Ja? Kennt ihr das? Das wird mir oft vorgeworfen im Internet, wenn ich da über Gesetz und Gnade spreche. Ja? Dann schreiben viele in die Kommentare, was ist denn das für ein Hängematten-Christentum? Ihr wollt das Gesetz nicht mehr halten? Ihr wollt das Gesetz, ihr löst das Gesetz auf oder wie? Dann meint ihr habt gar kein Gesetz mehr oder was ist denn los? Das geht ja wohl gar nicht. Und vor allem sagen das die Leute, die den Sabbat halten und die Speisegebote halten und den Zehnten und so weiter, die so aus der adventistischen, neuapostolischen Ecke irgendwie kommen, da ist das oft der Fall. Ja? Die sagen aber, den Sabbat muss man aber noch halten. Dann sage ich immer, ja, wie macht man das denn, den Sabbat halten? Was darf man denn da am Sabbat? Da soll man ja nicht arbeiten. Eine Hausfrau, die jetzt am Sabbat kocht, muss sie dann vorkochen am Tag vorher? Darf ich überhaupt grillen? Darf ich Freunde einladen zum Essen? Darf ich mit dem Auto zu Freunden fahren? Am Sabbat darf man kein Feuer machen, auch nicht in Zylindern. Dann darf ich also am Sabbat nicht mit dem Auto fahren. Da muss ich mal aufschreiben, das ist so viel. Ich schreibe mir mal die Gebote, was man darf. Darf man Computer einschalten am Sabbat? Da müssen wir diskutieren, machen wir einen Konvent. Wir machen PC-Konvent, 3 Wochen werden wir diskutieren, darf man am Sabbat den Computer einschalten oder nicht. Ja? Ein IT-Fachler darf das nicht, aber eine Hausfrau, die darf das dann am Sabbat. Da machen wir so ein Untergebot und dann wird das auch schon ein bisschen länger, die Liste. Irgendwann muss man die dann binden in ein Buch. Und wenn man das richtig betreibt und richtig professionell, dann kriegt man Talmud. Der erläutert euch dann das Gesetz. Und wisst ihr, was ihr dann seid? Was wir dann wären? Dann wären wir Pharisäer und dann wären wir Juden und irdisch gesinnt. Paulus spricht darauf an und sagt, wenn die Wahrheit Gottes durch meine Lüge herrlicher wird zu seinem Preis, das blendet mal aus, das ist ein anderes Thema, nur damit man den Satz zusammenhang hat, warum sollte ich dennoch als ein Sünder gerichtet werden und nicht vielmehr so tun, wie wir gelästert werden, ja? Und wir etliche sprechen, dass wir angeblich sagen, lasst uns Übles tun, nämlich das Gesetz nicht mehr halten, damit Gutes daraus komme. Deren Verdammnis ist ganz recht. Was sagt der Paulus da? Der Paulus sagt, uns wird vorgeworfen, dass wir sagen, lasst uns nicht mehr uns beschneiden und lasst uns nicht mehr das Gesetz tun, lasst uns Übles tun, weil das will ja Christus von uns. Das wird uns vorgeworfen. Noch deutlicher, lasst uns in allen Sünden leben, weil das Gesetz nicht mehr für uns gilt. So wurde der Paulus in der Zeit, als er lebte, und die Apostel von den Juden und auch von gesetzlichen Christen verleumdet, weil die gesagt haben, Paulus lehrt uns, das Gesetz aufzulösen. Als Paulus nach Jerusalem kommt, sagen die Juden, du redest wider das Gesetz und wider diese Städte. Diese beiden Sachen haben sie ihm vorgeworfen. Dass er gegen du lehrst uns abfallen vom Gesetz des Mose. Das haben sie ihm vorgeworfen. Ja? Paulus hat, warum? Weil sie irdisch gesinnt waren. Paulus hat vom Gesetz Christi geschrieben. Er sagt, wir sind nicht ohne Gesetz. Ja? Kommen wir gleich nochmal drauf. Aber das war das, was ihm damals vorgeworfen wurde und was uns als Evangelische heute auch vorgeworfen wird, von Gesetzlichen, die noch etwas tun wollen. Die Menschen wollen etwas tun, wenn sie religiös sind. Deswegen haben sie auch keine Fische auf dem Auto, habe ich schon gesagt, ja? Hinten aus Aufkleber, sondern die haben Thunfische. Müsst ihr gucken. Das sind Thunfische. Nee, ich finde das gut, wenn man Fische hat auf dem Auto hinten, ja? Ich habe bei mir noch keinen drauf, ich habe es aber nur vergessen. Also ich hätte jetzt auch keine Scooter. Ich fahre auch 50 in der Ortschaft. Viele sagen, ich mache mir keinen Fisch aufs Auto, weil ich fahre immer 60 oder 75 in der Ortschaft. Das heißt, das stimmt aber irgendwann auch nicht mit deinem Fisch da. Ja, ist auch ein Thunfisch. Ist nur ein Spaß, ja? Okay, also Paulus ist da schon verlästert worden als Anomist, ja, oder Antinomist, ich weiß ja genau, als Gesetzesauflöser, wenn man so sagen will. Ja. Viele zitieren dann auch diese Verse, wenn sie hören davon, dass das Gesetz für uns nicht mehr gilt, dass wir nicht mehr unter dem Gesetz sind, dass wir nicht mehr unter dem Fluch sind. Das sind ja paulinische Worte, das sind ja Verse aus der Bibel. Und dann sagen die, ja gut, aber Jesus hat ja schon gesagt, wer meine Gebote hat und hält sie, der ist es, der mich liebt. Das ist ein schweres Argument. Das hat ja Jesus gesagt. Und dann sagen sie, wir müssen das Gesetz halten. Das hat ja Jesus sogar gesagt. Nicht nur der, wer seine Gebote hat, sondern die auch hält, der ist es, der mich liebt. Und wenn du das Gesetz nicht hältst, hast du Jesus nicht lieb. Dann sage ich immer, ja, genau. Bitte? Der sagt aber meine Gebote. Genau. Ich sage, hast du ja auch gelesen, welche Gebote? Ja, die Gebote Christi, oder?
Warum sagt Mose, ihr müsst genau hören, warum sagt Jesus denn nicht, wer die Gebote des Mose hat und hält sie? Sagt er ja nicht. Ja, Moment, hat Jesus denn eigene Gebote? Ja, das Gesetz Christi. Das ist natürlich ein großes Argument, womit man sagt, wo man dann kommt und sagt, hier, wir müssen die Gebote halten. Ja, sage ich, aber Christi-Gebote, nicht Mose-Gebote. Die Grundsatzfrage, die wir im Kopf haben, behalten müssen, ist die Frage des Priestertums. Und die wird oft nicht angesprochen. Es wird auch kaum, also um das Gedanken fertig zu machen, das Priestertum Aarons und Levis ist vorbei. Und die Bibel sagt, wo das Priestertum Aarons und Levis vorbei ist, wo das Priestertum sich geändert hat, wird das Gesetz auch geändert. Und deswegen sagt Paulus, wenn wir von neuem geboren werden, sind wir nicht mehr unter diesem Gesetz. Ich schätze das Gesetz trotzdem. Alles, was im Gesetz steht, ist gut. Ja? Ich sage nicht, das Gesetz ist schlecht. Warum nicht? Weil die Bibel das nicht sagt. Was sagt die Bibel denn über das Gesetz? Die Bibel sagt über das Gesetz ist heilig. Und gerecht und gut. Das Gesetz ist so, wie ich gerne wäre. Paulus sagt, das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. Ich aber bin unter die Sünde verkauft. Ja? Der moderne Christ, da hört er immer wieder, ja, das Gesetz ist schlecht und das Evangelium ist gut. Das sagt die Bibel nicht. Die Bibel sagt, dass das Gesetz ist gut, heilig und gerecht, aber wir sind Sünder. Ja? Und wir werden frei gemacht vom Gesetz, wenn wir in Christus sind. Wer ist frei? Der neue Mensch. Ja? Und wie gesagt, dieses Priestertum des Aaron und Levi, das existiert nicht mehr. Es gibt vor Gott kein Judentum mehr. Wir kennen das Judentum als Kultur mit Klezmermusik und Locken und schwarzen Hut und so, das kennen wir. Aber vor Gott existiert nicht mehr Judentum in irgendeiner Weise. Für Gott existiert nur noch ein Unterschied, in Christus oder nicht in Christus. Da ist nicht Sküte, Slave, Freier, Grieche, Ungrieche. Ja? Das ist alles vorbei. Da ist nicht mehr Epheser und Galater und Jude und Germane. Und das ist alles. Es gibt in Christus, in Gott nur noch einen Unterschied. Bist du in Christus oder bist du nicht in Christus? Und wenn dieses Priestertum Aarons aufgelöst ist und wenn das Priestertum Jesu Christi begonnen hat, und Entschuldigung, wenn euer Priestertum begonnen hat, dann haben wir auch ein neues Gesetz. Und sollen nicht wieder zurückgehen, wie in der evangelikalen Welt oft, und uns immer mehr diesem jüdischen Denken aneignen. Ja? Seid geistlich gesinnt. Ja? Sinnt nach dem, was droben ist, wo Christus ist, wo er Heimat ist. Ja? Versteht das Gesetz geistlich. Versteht, dass der Sabbat nicht den Dienstag, Samstag oder Sonntag meint, sondern der Sabbat meint den Sabbat in Christus. Ja? Wir ehren Gott und heiligen Gott darin, indem wir an Jesus glauben, weil das Liebste ist, was er uns gegeben hat. Das ist, was Gott von uns will. Ja? Und wenn ihr das hört, Jesus ändert das, die Bergpredigt ja auch. Euch ist gesagt, ich aber sage euch. Ja? Okay, also das sind so Argumente, die man da so gegen hat. Das ist das, was der Peter sagte. Ja, die klassische Bibelstelle, Sabbat. Jesus, zu der Zeit ging Jesus durch die Saat am Sabbat. Und seine Jünger waren hungrig und fingen an, Ähren auszuraufen und aßen. Da das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu ihm: Siehe, deine Jünger tun, was sich nicht ziemt, am Sabbat zu tun. Was hätte man denn eigentlich hier sagen müssen als Pharisäer, wenn man am Feld dran steht? Super. Habt ihr Hunger? Wo habt ihr geschlafen heute Nacht? Wollt ihr mal duschen? Käse oder Wurst aufs Brötchen? Das ziemt sich aber nicht am Sabbat. Hört ihr das? Wisst ihr, was das für kalte Herzen waren? Eisgekühlte Bescheidwisser, Richtigkeiten haben die verbreitet. Das ist das, was wir nicht tun sollen. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. Das ist das, was auf das Jesus getroffen ist. Das hat im Christentum auch Raum gegriffen, nicht nur bei den Juden. Ja, das ist bei ganz vielen Menschen, ja. Er aber sprach zu ihnen: Habt ihr nicht gelesen, was David tat und die mit ihm waren, als sie hungerte, wie er in das Gotteshaus ging und aß die Schaubrote, die ihm doch nicht ziemte zu essen, noch denen, die mit ihm waren, sondern allein den Priestern? Ist da eine Information für euch drin? Welche denn? Wenn jemand Hunger hat, muss man was zu essen geben. Genau, muss man was zu essen geben.
Ja? Ja? Dass Barmherzigkeit wichtiger ist als eine Regel. Absolut. Warum hat denn der Priester den David die Schaubrote gegeben? Weil er barmherzig war. Bitte? Weil er barmherzig war. Weil er barmherzig war. Hatte der denn nichts im Kühlschrank? Der Priester damals. Nee, der hatte nichts mehr. Bitte? Das war das Einzige, was er noch, hatte. Warum hatte der denn nichts mehr? Weil der Saul ein gottloser König war. Und die Priesterschaft, weil der Saul ein gottloser König war. Und weil die Priesterschaft hungerte, weil das Volk so gottlos war wie der König. Der hat da selber gehungert. Der hatte nichts mehr. Der hat dem David ja nicht einfach so, na komm, wir gehen mal die Oblate, wir gehen in die Sakristei, da sind noch ein paar Oblaten, die könnt ihr essen. Das wäre ja Parallele für heute. Der Mann hatte nichts, der hat gehungert. Ja? Später ist er umgebracht worden, die ganze Priesterschaft. Wegen der Aktion hier hat der Doeg die ganze Priesterschaft getötet. Wegen der Sache hier. Und die Zeiten damals, als David da gewesen ist, dass er die Schaubrote da gegessen hat, lag ja nur daran, dass die Priester selber nichts mehr hatten. So schlimm waren die Zeiten. Ja? Fast muss man die Bibel manchmal wie ein Kommissar lesen. Ja, da muss man mal gucken, was war denn damals? Wieso ist denn der Schaubrote? Das sind wir so gewohnt. Ja, aber das war ja ungewöhnlich. Oder habt ihr nicht gelesen im Gesetz, wie die Priester am Sabbat im Tempel den Sabbat brechen, weil sie ja arbeiten und sind doch ohne Schuld? Ich sage aber euch, dass hier der ist, der auch größer ist denn der Tempel und größer als der Sabbat und größer als Gesetz. Und zu dem gehören wir. Ja? Wenn ihr aber wüsstet, was das sei, ich habe Wohlgefallen an der Barmherzigkeit und nicht am Opfer, hättet ihr die Unschuldigen nicht verdammt. Wer, ja, seine Jünger. Der Herr rechtfertigt nicht mal sich, der rechtfertigt seine Jünger. Ja? Als die Frau ihn salbt mit dieser Salbe, Jahresgehalt wert, steht der Judas daneben und sagt, ja, also, das hätte man ja verkaufen können und hätte das Geld ja den Armen geben können. Ach, Herr Judas, sind Sie da Spezialisten im Geld vielleicht? Steht vielleicht über Sie, dass Sie ein Dieb sind? Und Sie sind jetzt frommer als Jesus, ja? Sie sind noch frommer als Jesus selber und sagen, das macht Jesus jetzt aber falsch. Weil das hätte man ja, das sind ja, ich meine, das waren 30.000 Euro die Salbe. Das war ein Jahresgehalt. Ich schätze jetzt mal, also ich habe mal geguckt, das war ungefähr ein Jahresgehalt. Und wisst ihr, was dann gesagt wird? Was soll diese Vergeudung? Ey, das ist ja, oder? Ist das nicht frech? Ja, das hört sich fromm an. Super, es hört sich ganz fromm an. Karitativ hört sich das an. Und eigentlich war es Gotteslästerung. Ihr müsst gut zuhören, was ihr heute hört. Glaubt nicht alles, wägt die Worte ab. Ein kluger Mann, der Menschenkenntnis hat, sieht die Menschen, wie sie Worte wählen. Der liest zwischen den Worten, sieht, wie ein Mensch sich bewegt, welche Körpersprache der hat. Ja? Solche Menschen gibt es, das ist eine Gabe bei manchen Menschen. Schult euch am Wort Gottes. Hört den Klang, werdet damit zu Hause und hört nicht auf alle Stimmen, sondern hört auf die Stimme vom guten Hirten. Prüft die Dinge. Ja? Jesus hat nur die Frau verteidigt. Von ihr wird man reden in der ganzen Welt, wo dieses Evangelium gelesen wird, sagt er irgendwie so, ja? Da wird man von ihr, er nimmt keine Rechtfertigung für sich, er hätte sagen können, Judas, du bist ein Gotteslästerer. Weißt du, wer überhaupt vor dir steht? Du sagst Vergeudung zu mir. Bin ich dir nicht mal im Jahresgehalt wert? Das hätte Jesus, macht er nicht. Tut das nicht. Und dir tut er das auch nicht. Ja? Wenn ihr wüsstet, was Barmherzigkeit ist, hättet ihr meine Jünger nicht verdammt, sondern mal zum Essen eingeladen, mal Pizza in den Ofen geschoben. Ihr Geizkragen. Das tut man aber nicht am Sabbat. Ja? Das ist eine harte Geschichte. Okay. Des Menschensohn ist auch ein Herr über den Sabbat. Die einzige Stelle im Neuen Testament, die den Sabbat erwähnt, bis auf die Evangelien, die zähle ich manchmal so ein bisschen zum Alten Testament, ja? Weil es berichtet ja von der Zeit Jesu, als Jesus noch nicht gestorben und auferstanden war. Und er war ja von einer Jungfrau geboren und unter das Gesetz getan. Jesus musste das Gesetz erfüllen. Jesus war Jude. Ja? Da gab es noch keine Gnade. Da gab es noch kein Evangelium, noch kein Kreuz von Golgatha. Ja? Deswegen zähle ich mal die Evangelien immer wieder auch mal zum Alten Testament. Aber nur für mich so gedanklich, obwohl sie stehen natürlich im Neuen Testament, keine Frage. Und die einzige Stelle im Neuen Testament, die den Sabbat auch nur erwähnt, ist Kolosser 2, Vers 16. So lasst nun niemand,
niemand euch Gewissen machen über Speise oder über Trank oder über bestimmte Feiertage oder Neumonde oder Sabbate. Welches ist der Schatten von dem, das zukünftig war? Aber der Körper selbst, die Wesenheit des Sabbats und der Feiertage selbst ist in Christo. Was heißt das denn? Der Sabbat ist ein alttestamentliches Schattenbild auf Christus. Haben wir eben doch gesagt. Christus ist unser Sabbat. Steht das in der Bibel? Ja, hier. Wir leben nicht mehr in den alttestamentlichen Schattenbildern, sondern wir leben in den neutestamentlichen Wesenheiten. Dazu hat uns Gott seinen Geist gegeben. Wieso wendet ihr euch denn wieder zurück zu den irdischen Elementen und wollt Sabbat und Neumonde und Feiertage halten und wollt euch beschneiden lassen? Wenn ihr euch beschneiden lasst, seid ihr schuldig, das ganze Gesetz zu halten. Nicht nur 10 Gebote, nicht nur Teile, nicht nur Sachen, wo ihr sagt, ja, die kann ich jetzt halten, aber die kann ich, Juden, aber Opfer kann ich ja nicht mehr halten, ja, deswegen mache ich die anderen Gebote. Das darf man nicht. Wer sich beschneiden lässt, ist schuldig, das ganze Gesetz zu halten oder ganz in Christus zu sein. Dazwischen müssen wir wählen. Keine Mischform. Mischform ist verboten. Wer verbietet das denn? Das Gesetz. Du darfst nicht Ochs und Esel anspannen an deinen Pflug. Ja? Gemischter Pflug ist verboten. Gemischte Kleidung ist verboten. Gemischtes Essen ist verboten. Gemischte Kleidung. Manche Leute sagen, okay, ich halte den Sabbat, ich gebe den Zehnten, ich halte die Speisegebote, ich halte die Kleidergebote. Ja? Und alles mögliche andere noch. Und das, was ich nicht kann, dafür ist ja Jesus gestorben. Ja? Findet man häufig. Aber manche Leute, gerade so aus diesen etwas gesetzlichen Kreisen, die sprechen das auch aus. Dann sage ich, ihr webt euer Kleid der Gerechtigkeit aus gemischtem Garn. Denn ein Garn ist Gesetz und ein Garn ist Gnade. Und daraus häkelt ihr euch eure Bedeckung, euer Kleid der Gerechtigkeit. Und damit übertretet ihr das Gesetz, was ihr halten wollt, weil Mischgarn ist verboten. Das dürft ihr gar nicht. Ihr dürft das nicht vermischen. Das heißt, ihr, die ihr das Gesetz halten wollt und mir vorwerft, ich würde in allen Sünden schwelgen wollen, ihr übertretet das Gesetz, indem ihr es halb haltet. Ich wollte euch gerne zum Schluss, ich habe leider keine Folie dazu, aber vielleicht passt das ganz gut, dann damit auch abzuschließen. Wenn ihr was zu schreiben habt und Interesse habt, das nachzulesen, könnt ihr nachlesen in 3. Mose 14. Ich wollte mit euch nur kurz mal ein kleines Bild noch anschauen, dann schließen wir ab, dauert 5 Minuten, 3 Minuten. Und zwar über die Reinigung des Aussätzigen, das steht ja im Gesetz. Ja, das steht da auch in der Gegend, ja, ganz komische Aussage. Also wenn jemand aussätzig war, dann war er unrein. Dieser Aussatz ist ein Bild auf Sünde. Ja? Und von dieser Sünde hat Christus uns gereinigt. Ja? Das heißt aber jetzt, das Gesetz spricht ja nicht davon, dass ich jetzt die Krätze hier hätte oder Schorf. Ja? So verstehen wir das ja nicht, sondern wir verstehen das auf unseren auf geistliche Krätze, einen geistlichen Schorf, wenn man so will. Ja? Und so verstehen wir, dass das Alte Testament ein Schattenbild ist auf die Wesenheit des Zukünftigen. Und jetzt gab es im Gesetz eine Vorschrift, wie man einen Aussätzigen heilen sollte. Und da steht drin, dass der hohe Priester, der Priester, der sollte halt Ysop nehmen und Holz und 2 Tauben. Ja? Und dann sollte er Ysop nehmen und Holz und diese eine Taube, die sollte er schlachten in ein irdenes Gefäß. Und dann den anderen Vogel nehmen, zusammen mit dem Holz und dem Ysop in dieses Blut des Vogels tauchen und damit den Aussätzigen besprengen. Und dann den Vogel fliegen lassen in den Himmel. Und damit war der Aussätzige geheilt. Macht ihr sowas noch? Nö. Warum nicht? Weil ihr nicht unter Gesetz seid. Hallo. Müsstet ihr aber tun, wenn ihr die 10 Gebote haltet, müsstet ihr das auch tun. Wenn ihr gesündigt habt, holt euch 2 Tauben auf dem Markt irgendwo. Ja? Kauft euch Ysop und Holz und fangt diese Dinge an. So absurd ist das, worüber wir reden. Wir sind nicht konsequent. Entweder das ganze Gesetz oder ganz Christus. Und dann das Gesetz in Wahrheit verstehen. Was passiert denn hier? Hier ist die Rede von der Auferstehung Jesu. Vom Sterben und Auferstehen. Christus ist Bild der eine Vogel und der andere. Seine irdische Natur und seine geistliche Natur, wie man sagen will. Ja? Christus wird geschlachtet in ein irdenes Gefäß. Und mit Holz und Ysop, Priester, wird der Sünder besprengt mit dem Blut von Golgatha. Und dann fliegt der blutige Vogel, fliegt in den Himmel. Christus auferstanden.
fliegt in den, das ist das Bild, was das Alte Testament uns gibt, eine Vorschattung auf Golgatha. Da ist alles drin. Und jetzt habt ihr zwei Möglichkeiten. Entweder könnt ihr das Gesetz tun, dann müsst ihr Tauben kaufen und irgendwo Üsop euch besorgen und Holz. Und wenn ihr Sünde habt in der Gemeinde oder bei euch selber, muss euer Ehepartner diese Taube schlachten in den Topf, holt euch irgendwo aus Ton, ja, kann man ja machen, dann müsst ihr euch damit besprengen. Macht aber keine. Das wird das Gesetz halten. Oder ihr versteht das Gesetz nach dem wahren Sinn, wie Johannes sagt, ich schreibe euch kein neues Gebot, sondern das alte Gebot, Dritte Mose 14, ja, was ihr schon immer hattet, aber das wahre Licht, das Licht des Geistes, das scheint jetzt. Und das scheint auf diese Bibelstelle einen neuen Sinn, eine tiefere Bedeutung. Die Wesenheit, den Körper selbst, die Wesenheit selbst in Christus, das, was wir gelesen haben oder was ich euch erzähle, ist nur ein Schattenbild, diese zwei Tauben. Die Wesenheit ist in Christus. Er geschlachtet in ein irdenes Gefäß. Er verliert sein Leben, er vergießt sein Blut. Und dann wird der zweite Vogel mit dem Holz, mit dem Golgatha-Holz und dem priesterlichen Hysop ins Blut getaucht und reinigt den Sünder vom Aussatz. Und der Vogel, ich finde das herrlich, das ist Osterbotschaft. Das Gesetz, so lesen wir das Gesetz des Mose. Warum? Weil wir es vom inneren Sinn verstehen. Wir sind keine Gesetzesbuchstaben-Christen, die alle Richtigkeiten aus dem Gesetz, sondern wir lesen das Wort Gottes mit dem wahren Licht des Geistes. Wenn wir, ich kann nur jedem Christen empfehlen, das Gesetz zu halten. So ist es. Ich kann jedem Moslem nur empfehlen, das Gesetz zu halten. Jedem Juden, haltet, aber haltet es auch richtig und haltet es ehrlich und ernst. Das führt euch zu Christus und zu Christus allein. Ja? Aber vielleicht können wir die Gedanken, die wir haben, nachher noch besprechen. Oder beim Mittagessen haben wir da auch noch ein bisschen geistliche Nahrung. Schließen wir mal mit Gebet ab. Machen wir den Sack hier zu. Ich würde gerne ein Zeugnis darauf. Nee, lass uns doch beten und dann schließen wir ab. Dann schließt du das wieder ab. Ja? Wir unterbrechen jetzt. Ne? Dankeschön. Wir später noch mit uns. Ja? Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort und danken dir dafür, dass wir dein Wort so verstehen dürfen und dass wir sehen dürfen, dass Golgatha schon im Alten Testament ist. Lass uns auch verstehen, was es heißt, dass wir durch dich zu einem neuen Leben gekommen sind. Dass das Alte vergangen ist. Dass wir auferstanden sein dürfen, wiedergeboren sein dürfen, in Neuheit des Wesens wandeln dürfen, in der Freiheit vom Gesetz, aber in der unbedingten Gebundenheit an dich. Danke, dass du uns so adelst, dass du uns zu dir persönlich hinrufst, dass wir zu dir dazugehören dürfen, wie der Leib zum Haupt gehört. Dass wir eins sein dürfen mit dir und dass wir dich eines Tages sehen dürfen, so wie du bist. Da segne uns zu, Herr, lass uns mehr verstehen, wie du bist, lass uns dein Wesen verstehen und an dir gesund werden, Herr, und an dir fest werden und fröhlich werden, zuversichtlich werden für das Leben, das du uns hier gibst und wo du uns auch berufen zu hast, Zeugnis zu sein von dir und dich zu verkörpern, Herr. Danke für die Gemeinschaft, die du uns hier gibst zusammen. Danke, dass wir hier sein dürfen, dass wir offene Türen finden und uns auch freuen dürfen aneinander und mit dir. Danke, dass wir Angekommene sind und dass du kommst und dass wir dich sehen dürfen, so wie du bist, Herr. Amen.